Dein Seelenplan, dein selbstbestimmtes freies Leben, dein eigenes Ding machen und deine Körperhaltung. Wie hängt das bitte schön zusammen? Darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Es gibt wohl kaum inzwischen noch Menschen, die kein Thema haben mit dem Rücken, die kein Thema haben mit dem Schulter-Nacken-Syndrom. Ich möchte jetzt weniger darauf eingehen, welche Ursachen energetisch gesehen sich dahinter verbirgen, sondern vielmehr mit dir darüber sprechen, dass du dir klar darüber werden darfst, wie genau denn dein Leben ausschaut mit dem Plan deiner Seele, mit deiner neuen Identität, also deinem neuen Ich, das du ja dann bist, weil dann gibt es ja Dinge, die in deinem Leben anders sind als jetzt. Und wie fühlst du dich dann? Die meisten Menschen, ist nichts falsch dran per se. Es ist nur die Frage, wie hätte ich es gerne? Und du gehörst ja zu denjenigen, die so gewisse Bereiche im Leben gerne anders hätten und die auf der Suche sind nach der Klarheit zum wahren Dasein hier auf unserer wunderschönen Erde. Die meisten Menschen machen sich darüber nie Gedanken. Und wenn man sich so auf der Straße umschaut, kannst du ja gerne mal darauf achten, wie viele Menschen haben dann aufrechten Gang? So nach dem Motto, Brust rein, Brust raus, Bauch rein. Kaum jemand. Wenn du aber irgendwo unterwegs bist, wo du Menschen in erster Linie triffst, die wirklich ihr eigenes Ding machen, die ein glückliches, freudvolles, selbstbestimmtes Leben leben, mit all dem, was für sie dazugehört, die haben einen aufrechten Gang. Laufen jetzt so gebückt rum, ja? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und letzten Endes, wenn wir es unter dem Aspekt sehen, dass ja alles eine große Energie ist und das hat ganz viel auch mit der Haltung zu uns selbst, zu unserem Körper zu tun, was wir ausstrahlen ans universelle Feld. Und das universelle Feld, das schickt uns ja immer die Dinge, was wir aussenden. Das matcht. Das kommt zu uns, niemals was anderes. Dann können andere Ergebnisse in unserem Leben geschehen. Deshalb Einladung an dich, wenn du mehr Klarheit haben möchtest, was genau dem Plan deiner Seele entspricht, wie genau du dir ein freieres, selbstbestimmtes Leben erschaffen kannst. Wie du all das in dein Leben ziehst, was du eigentlich gerne hättest, beruflich, gesundheitlich, privat, total ganzheitlich gesehen, dann darfst du jetzt schon in die Energie der Persönlichkeit eintauchen, die schon das ausstrahlt, wie wenn das schon alles zu deiner Lebenswirklichkeit geworden ist. Und diese Persönlichkeit, diese neue Persönlichkeit, diese neue Identität, die du dann bist, die hat einen aufrechten Gang. Weil Menschen, die erfolgreich und glücklich sind, die laufen niemals gebückt durchs Leben. Die haben einen aufrechten Gang. Und daran wird, glaube ich, so klar, was Körperhaltung mit deinem freien Leben zu tun haben, mit deinem selbstbestimmten Leben, das wirklich im Einklang mit deinem Herzen und deiner Seele ist. Also wie viel mehr kannst du jetzt mal bitte darauf achten, Einladung, aufrecht zu gehen, ganz bewusst, ja, ich sag's mal so überzogen, um es dir noch ein bisschen deutlicher zu machen, durch dein Leben zu schreiten. Egal wo du bist, ob du dich alleine in deiner Wohnung aufhältst, ob du irgendwo im Einkaufszentrum unterwegs bist oder einfach im Wald spazieren gehst, ganz gleich, macht keinen Unterschied. Schau, dass du einen aufrechten Gang hast, damit du da diese aufrechte Haltung auch ans universelle Feld aussendest und es dir so viel leichter fällt, in eine Energie einzutauchen, mit dem Spaß, mit der Freude, mit dem Leichtigkeit, die es einfach braucht, um den weiteren Impulsen zu folgen, Klarheit zu bekommen zu dem wahren Sinn deines Daseins hier, zu deinem Seelenplan.
Das sind Naturgesetze. Den können wir uns nicht entziehen. Und je mehr wir uns das wirklich zu Nutzen machen, und zwar nicht nur einmal, sondern ganz stabil, umso rascher kommt das Universum in Bewegung, umso rascher erschafft es dir deine Lebenswirklichkeit. Ergibt Sinn, oder? Und jetzt noch eine ganz, ganz dicke Herzensempfehlung für dich. Jetzt am Donnerstag, 8. Februar, gibt es eine Masterclass, The Big Essence to Start Your Free Life. Wenn du dir noch kein Ticket gesichert hast, mach's gerne noch jetzt. Du findest in der Nähe von dem Video hier den Link. Klick drauf und dann sehen wir uns in der Masterclass. Und ja, sprechen über die essentiell wichtigen Punkte, die darüber hinaus dir wirklich helfen, in deine wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie zu kommen, um in letzten Endes in dem Leben anzukommen, wo du eigentlich schon so lange hin möchtest. Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.